Hallo zu einem neuen Video. Heute geht es nochmal um Antriebsarten. Was ist die beste Antriebsart? Und da habe ich einen Rat, das könnte da ganz oben mit dabei sein. Ja, auch an der Stelle nochmal vielen lieben Dank für mittlerweile 10 Millionen Klicks, die ihr auf unserem Kanal gemacht habt über die ganzen Jahre. Das ist eine Wahnsinnszahl. Also vielen, vielen Dank für euer Vertrauen. Postet gerne weiterhin in den Kommentaren und schreibt uns, wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt. Heute geht es um ein Rad, um die Frage, ist das die beste Antriebsart? Wir finden es raus. Ja, was ist die beste Antriebsart bei einem E-Bike, bei einem Pedelec? An sich gibt es da verschiedene Merkmale, die dazu führen, dass ein Antrieb fast perfekt ist. Was brauchen wir dazu? Eigentlich einen Riemenantrieb, weil die Kette unheimlich verschleißfreudig ist. Wir brauchen einen Heckmotor, weil dann die Antriebsart ganz hinten sitzt. Und dann brauchen wir vielleicht noch eine Schaltung, die auch aus diesem ganzen Prozedere so ein bisschen rausgehalten wird. Und das kann eine Pinion. Alles zusammengepackt habe ich in diesem Rad. Das ist ein Code 45 von MTB Cycletech aus der Schweiz. Da gibt es schon verschiedene Videos zu. Wir haben auch schon mal den ganz kleinen Bruder vorgestellt, das Souplesse, das ganz leichte. Hier geht es jetzt heute um das 45er und das ist natürlich ein Rad speziell für Pendler. Warum für Pendler? Naja, mit dem 45er Rad kann ich natürlich einfach Strecken viel, viel leichter überwinden und kann hier einfach ein bisschen, Zeit gewinnen. Und wenn ich jetzt diese Antriebsart, wie ich die euch jetzt hier vorstelle, da mit reinnehme in diesen Vielfahrermodus, dann bringt das halt schon eine Menge Vorteile. Fangen wir mal an mit der Technik, die da dran ist. Das Besondere ist, wie gesagt, einmal der Riemen. Da geht es Carbon Drive, das gibt es seit vielen, vielen Jahren, haben wir in anderen Rädern auch drin. Aber hier ist, wie gesagt, die schöne Kombination mit dem Heckmotor. Was für ein Motor ist das? Das ist jetzt ein Neodrive von Alba, auch ein deutscher Hersteller. Haben wir auch schon seit 10 Jahren im Bestand, also hat sich auch bewährt. Und wir haben dann noch das Piniongetriebe, in dem Fall die 9er Pinion. Wir könnten auch ein 12er Pinion verbauen. Das ist aufgrund der Marktsituation manchmal ein bisschen schwieriger und geht nicht immer, aber häufig. Also wir können hier wählen zwischen einem 9er Pinion und einem 12er Pinion. Im Gegensatz zu anderen Rädern aus dieser Klasse, also kennen wir auch einen Stromer und andere Modelle, ist das Code 45 halt immer noch ein sehr leichtfüßiges Rad. Also wir haben 28 Zoll Bereifung drauf, Entschuldigung, hier mit einem 50er Reifen drauf und natürlich auch eine Federgabel, was andere Hersteller teilweise auch ab Werk oder ab Serie nicht mit dabei haben. Und von daher haben wir hier ein Rad, was nicht ganz so klotzig, nicht ganz so wuchtig daherkommt. Und trotzdem haben wir einen 630er Akku hier unten im Rahmenrohr eingebaut. Den können wir entweder im Rad laden oder hier unten haben wir auch dann einen Ladeport. Da können wir natürlich auch extern laden. Mit dem Akku, schätze ich jetzt mal, hier im rheinhessischen Gebiet könnt ihr fahren zwischen 40 und 90 Kilometer, je nach Geschwindigkeit. Mit höherer Geschwindigkeit sind es natürlich schon eher die 40, aber das kommt immer ganz auf den Fahrer drauf an. Mit dem 630er Akku und 25, 26 km/h könnt ihr natürlich auch deutlich über die 100 schaffen. Was ist noch eine Besonderheit bei diesem Rad? Die Gestaltung. Mit der Gestaltung meine ich, wir können den Lenker hier oben anpassen. Das ist jetzt eine Version, da haben wir einen gekröpften Lenker dran für den etwas komfortableren Sitz oder für den etwas komfortableren Fahrer. Wir können hierbei wählen die Farbe, das ist jetzt Standard Schwarz, aber ihr könnt auch wählen ein Dunkelblau mit Strukturlack, ein Hellorange, ein Grün, ein Weinrot, was auch immer. Haben wir bei uns auch auf der Homepage. Also ihr könnt hier an diesem Rad ein bisschen konfigurieren und ein bisschen spielen. Wir haben hier oben ein Display drauf, ein Farb Display mit Touchscreen. Das ist natürlich auch kompatibel mit einer Smartphone-App, mit dem ich dann auf der anderen Seite auch Unterstützungsstufen ein bisschen verändern kann und anpassen kann und natürlich verschiedene Daten abfragen kann. Gebremst wird hier mit der Magura MT5, also eine 4-Kolben-Bremsanlage vorne wie auch hinten. Und wir haben natürlich auch an Bord eine Hupe, das ist klar.
Und dann haben wir auf der rechten Seite unsere Pinion-Steuereinheit, in dem Fall die 9-Gang-Version, die wir wie eine Nexus-Schaltung oder eine andere Drehgriffschaltung hier ganz normal drehen können. Und die ist natürlich super, super wartungsarm. Wir haben hier kaum Verschleiß, wir haben keine große Wartung, außer vielleicht einmal im Jahr einen Ölwechsel zu machen. Also das ist für den Commuter, für den Pendler ein super, super schönes Rad, weil es einfach pflegeleicht ist. Dem Pendler auch besonders wichtig, die Beleuchtung. Auch vorne haben wir eine M99, in dem Fall sogar auch mit Fernlicht. Also ihr seht, ihr kriegt hier ein Rad, was wirklich nahezu voll ausgestattet ist. Gehen wir auch noch mal auf Wartung und Pflege ein. Was ist denn, wenn ihr an so einem Rad einen platten Hinterreifen habt? Große Panik? Nein, braucht ihr nicht. Denn gerade die Riementechnik und auch mit Heckmotoren ist fast genauso einfach oder manchmal sogar einfacher als bei einem normalen Hinterrad. Wir haben kein Schaltwerk, kein Spanner, nichts in der Art. Das Rad ist, wenn ihr das rausnehmt an der Achse unten, immer wieder nach dem Einsetzen an der gleichen Position. Also Riemenspannung ist immer absolut identisch, da ändert sich überhaupt nichts dran. Und ansonsten ist unten die Steckverbindung auf dem Motor direkt drauf. Also wenn ihr die Hinterachse löst, zieht ihr den Stecker von der Achse ab und das Hinterrad fällt euch entgegen. Also auch da braucht ihr keine Panik zu haben. So ein Pinionrad ist überhaupt nichts Schwieriges. Oder was heißt Pinionrad? Natürlich geht es um den Riemen, so ein Riemenrad. Überhaupt nichts Schwieriges. Das funktioniert genauso gut wie mit der Kette, außer dass man da nichts einfädeln muss und am letzten Gang schalten. Das können wir uns hier alles sparen. Ja, ich sagte schon, es ist ein Rad, was von der Antriebsart her wirklich nahezu perfekt ist, weil ihr diese ganzen Antriebsgeschichten hier an diesem Rad weg habt und vor allen Dingen einer meiner Lieblingsmerkmale bei so einem Rad, keine Geräusche, denn so ein Heckmotor, der ist flüsterleise, der hat keine Untersetzung, kein Getriebe drin, so ein Direktläufer, also der läuft butterweich. In der Spitze gibt das Ding bis zu 900, 950 Watt Peakleistung ab, also der schiebt halt auch ordentlich nach vorne und er kann auch rekuperieren, also ihr könnt den Berg runterfahren, könnt entweder den Bremshebel leicht ziehen oder in dem Fall sogar im Menü auf Rekuperation gehen, das Rad wird bremsen über die Motorkraft und wird euch diese zurückgewonnene Energie in den Akku einfließen lassen, womit halt der Akku dann auch wieder ein paar Prozent nach oben geht. Also diese Antriebsart finde ich nahezu perfekt. Von daher hoffe ich, dass die Überschrift auch für euch stimmt, dieses Videos. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne den Channel. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Drückt die Glocke und seid demnächst wieder mit dabei.